Ja, mit diesen stimmungsvollen Herbstaufnahmen begrüße ich euch zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Wir sind hier heute mal gar nicht so weit weg und wir haben hier auch kein Riesenobjekt. Ist aber etwas, was mir am Herzen gelegen hat, was ich schon längere Zeit ins Auge gefasst habe. Und heute ist der Tag gekommen, da werde ich euch das mal präsentieren. Das kleine Ding bleibt heute im Auto. Den kann ich nämlich hier nicht gebrauchen. Wir befinden uns in der Bauernschaft Schagon. Die gehört zu Horstmar. Das Ganze liegt hier in Nordrhein-Westfalen im Münsterland. Wir haben hier nämlich einen sogenannten Hofbunker. Und als ich noch nach dem Wort Hofbunker oder überhaupt also nach dem Hofbunker gegoogelt habe, da wurde mir als erstes dieses Exponat angezeigt und das ist ganz interessant. Das scheint hier einfach der prominenteste Vertreter dieser Bauart zu sein in Deutschland, denn der ist auf ganz vielen Google-Seiten und auch bei Google selber oder als bei Google Maps auch verzeichnet. Hier befindet sich der Eingang. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Der Hofbunker ist etwas, das man im Münsterland, im Osnabrücker Raum bis hin zu den Anfängen des Ruhrgebietes und entlang des Niederrheins, also ich sag mal Borken, Bocholt, Emmerich, Hamminkeln, ich glaube, da habe ich überall auch schon solche Dinger gesehen, sehr stark vertreten ist. Ich glaube, in Süddeutschland oder auch, ich sage jetzt mal einfach in Hessen wegen mir oder in Thüringen, da gibt es diese Bauart gar nicht. Wer das genauer weiß, wer da aus der Gegend kommt, bitte ab in die Kommentare damit. Wir haben hier Zu- und Entluft. Wir haben auf jeden Fall hier so Luftkamine. Das sind 4 Stück. Und hier in der Mitte haben wir noch ein Ofenrohr. Man konnte also auch heizen. Ich denke, da stand mal irgendwie so ein kleiner, weiß ich nicht, Kanonenofen, irgendwie was drin. Und hier hinten am Ausläufer, da sehen wir die Betonplatte. Das sind hier jetzt keine mega Bauwerke. Die hat also eine Dicke von 25 cm. Das war's dann. Ja. Der Rest ist dann oben noch mit Erde angehäuft. Und unterhalb der Betonplatte seht ihr auch so eine kleine Öffnung, das ist der Notausgang. Den schauen wir uns jetzt gleich mal von drinnen an. Jetzt gehen wir nochmal wieder zum Eingang. Und ganz typisch für diese Hofbunker ist eben dieser Eingang, der so prägnant nach hinten so abfällt. Das Ganze ist auch bis auf die Decke ist das in keinster Weise massiv bzw. in irgendeiner Art und Weise aus Beton gebaut. Das ist nämlich alles nur verputzt und der Rest ist einfach nur Klinker. So, dann gehen wir da mal rein. Hier haben wir den Eingang, dann kommen wir hier in den Vorraum. Gasdruckschleuse. Da fehlen jetzt die Türen, die sind also nicht mehr da. Vorraum halt. Und hier kommen wir dann zu dem eigentlichen Bunker. Der ist ca. 10 Meter lang. Hat eine Breite von 1,40 Meter und ca. 2 Meter Deckenhöhe. Jetzt habe ich ja vorhin schon draußen angesprochen, diese Lüftungsschächte, diese Kaminrohre. Kann man einfach eben gut sehen, hier bei der Anlagenschacht, gegenüberliegende Seite ebenfalls. Und hier haben wir diesen Ofenrohrschacht. Und da gucken wir jetzt mal eben rein, wie wir da mit der Kamera, ob wir da was sehen können. Ah ja, das präsentiert sich uns da. Kaminschacht. Hier auch noch der Lüftungsschacht. Und
Und hier ist der Notausgang. Das heißt, hier wird sicherlich mal auch eine kleine Tür drin gewesen sein. Und dann geht das, wenn es irgendwelche Verschüttungen gab, hätte man hier rauskriechen können. Tja, kleines Objekt, aber wirklich schön erhalten. Der ist im Privatbesitz und die Leute haben den einfach frei zugänglich gemacht oder gelassen. Deswegen liegt der Ausgang auch frei. Das finde ich eine super Sache und absolut interessant, das mal gesehen zu haben. Ja, ich habe es nicht mehr gefilmt, wie ich wieder rausgegangen bin, weil im Eingangsbereich stand schon jemand mit einer Taschenlampe, der da auch reingehen wollte. Also hier ist auch wirklich viel Radtouristik und so weiter. Ich filme noch mal eben ganz kurz drauf. Weiß nicht, ob man sehen kann. Ja, da stehen die Fahrräder und die Leute haben sich den Bunker jetzt gerade auch angeguckt. Ja, das war es auch schon für heute. Wir haben ein ganz kurzes Video mal über den Bunker. Gibt es einfach nicht mehr zu sagen. Das ist ja auch schnell abgehandelt, sowas. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, dieses Kurzformat. Und ja, sind wir mal gespannt, was demnächst noch alles so kommt. Schönen, was ist heute Sonntag? Ja, schönen Sonntag noch und bis die Tage. Macht's gut, ciao, ciao. Privatbesitz. Moin. Ich komme zwar hier aus der Nähe wohl, aber ich kenne mich hier auch nicht aus. Tut mir leid. Ja, du musst es probieren. Ja, gerne. Alles klar. Ciao. So. Das war ein Inline-Skater. So, hier haben wir die Druckminderungsschleuse. Das ist der erste Raum hier. Oh, schöne Dinge sieht man hier ja auch wieder auf dem Boden liegen. Aha. Tja, mir gibt es da gar nichts zu sagen.